Die Frage, was ist ein guter Unternehmer, was ist eine gute Unternehmerin, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Dazu muss man wissen, eben wodurch sich ein Unternehmer auszeichnet, was seine Funktion ist, wie sich seine Arbeit gestaltet, welche Ziele er verfolgt. Und da wird man dann bemerken, wenn man darüber nachdenkt, dass Unternehmer keiner speziellen Klasse von Menschen angehören, ja, oder auch keiner Kaste oder keiner Schicht, ja, sondern dass es sich um eine sehr heterogene Gruppe von Menschen handelt. Das heißt also, mit irgendwelchen Klassentheorien kommt man da nicht so wirklich weiter. Trotzdem meine ich, dass es also Kriterien dafür gibt, die uns ein Urteil abgeben lassen darüber, was einen Unternehmer von einem Nicht-Unternehmer unterscheidet. Und ich möchte ein paar dieser Kriterien anführen. Vor genau 100 Jahren hat ein gewisser Franz Oppenheimer, das war ein sozialistischer deutscher Nationalökonom, also geschrieben und gemeint, dass es zwei entgegengesetzte Wege gibt, um für das eigene Dasein zu sorgen. Und er hat das Arbeit und Raub genannt. Und zu ersterem hat Oppenheimer die eigene Arbeit gezählt, also die er als ökonomisches Mittel bezeichnet, und zum Zweiten die gewaltsame Aneignung fremder Arbeit, die er als politisches Mittel bezeichnet hat. Was bedeutet es jetzt, sich des ökonomischen Mittels zu bedienen? Sich des ökonomischen Mittels zu bedienen bedeutet also, anderen Menschen Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die diese aus freien Stücken kaufen können oder eben nicht kaufen können. Ja. Sich des politischen Mittels zu bedienen hingegen ist was ganz was anderes. Das läuft letztlich darauf hinaus, sich von all dem, was also andere Leute mit Hilfe des ökonomischen Mittels verdienen und erwirtschaftet haben, sich von diesem einen mehr oder weniger großen Anteil zu holen und das letztlich unter Einsatz des staatlichen Gewaltmonopols. Unternehmer und deren Mitarbeiter, sagen wir mal, tun wir mal so, wie wir wissen würden, wer das jetzt schon ist. Auch Gewerbetreibende, Freiberufler, Selbstständige, diese große Gruppe von Menschen bedient sich idealerweise, wenn wir auch noch drüber reden, des ökonomischen Mittels. Zumindest muss niemand ihre Produkte und Dienstleistungen kaufen. Beamte, Bürokraten, Politiker hingegen bedienen sich ausschließlich des politischen Mittels. Das heißt, sie sorgen jetzt eben dafür, dass von ihnen abhängige Menschen, die hat man früher Büttel oder Schergen genannt, mit dem Fleiß der Bienen Tag für Tag gewaltige Summen in ihren Einflussbereich bringen und unter ihresgleichen verteilen. Widerstand dagegen ist mehr oder weniger zwecklos. Mit Hilfe dieser gewaltigen Summen werden dann Leistungen erbracht, denen man sich im Unterschied zu den Leistungen jener, die sich des ökonomischen Mittels bedienen, kaum oder gar nicht entziehen kann. Das heißt im Gegenteil, man ist ihnen ausgeliefert und schlimmer noch, dass es nicht nur so ist, dass man diese Leistungen nicht freiwillig gekauft hat, sondern man muss sie auch noch unfreiwillig bezahlen. Das ist also, hat eine gewisse Dynamik, die, ja, mache ich jetzt gar nicht da viel drüber reden. Im Grunde ist es so, dass diese Tatsache, diese Zusammenhänge, die eigentlich also einfach zu verstehen sind, sehr deutlich macht, was Herrschaft bedeutet. Ja? Und auch historisch betrachtet basiert Herrschaft so gut wie immer materiell betrachtet auf dem Raub. Ja? Also es leitet sich aus dem Raub Verhalten ab. Das ist die erste Überlegung, die dazu führt, dass man also ein Urteil darüber abgeben kann, was einen Unternehmer von einem Nicht-Unternehmer unterscheidet. Weiteres Kriterium ist folgendes: erfolgreiche Unternehmer setzen auf eine ungewisse Zukunft, und zwar auf jene ungewisse Zukunft, die durch ihr Zutun Realität wird. Ja, also die Funktion des Unternehmers besteht darin, Ungewissheit zu tragen oder zu schultern. Und das bedeutet, ein Wagnis einzugehen, etwas einzusetzen, um dadurch eine gewünschte, im besten Fall bessere Zukunft hervorzubringen.
Was können wir einsetzen? Was ist das, was wir einsetzen können? Einsetzen können wir im Grunde nur das, was uns eigen ist. Ja, das heißt also zum einen unseren rechtmäßigen Besitz, zum anderen unsere Freiheit. Was können wir noch einsetzen? Unsere Gesundheit können wir einsetzen. Wir können unser Leben einsetzen. Wir können unseren guten Ruf einsetzen. Ja, also es gibt vieles, was man hier einsetzen kann. Lassen Sie mich ein Beispiel bringen. Also wenn eine Gruppe von Menschen den Aberglauben hätte, dass jeder, der versucht, Feuer zu entzünden, auf der Stelle tot umfällt, ja, also so eine hypothetische Gemeinschaft an Urmenschen oder Neandertalern, ja, dann ist derjenige Mensch, der tatsächlich ausprobiert, wie das, was da jetzt passiert, wenn man Feuer anzündet, und der das dann auch anzündet, derjenige, der sein Leben einsetzt und derjenige, der dann letztlich für die anderen Menschen die Nutzung des Feuers eröffnet. Und im Nachhinein kann man natürlich lachen drüber, ja, und kann sagen, dass das ein lächerlich kleines Verdienst ist. Aber jene, die da im Nachhinein spotten oder sagen, das ist nur eine Kleinigkeit, sind oft die, die sich vorher durch besonders große Feigheit also ausgezeichnet haben. Tatsache ist, glaube ich, dass es Menschen gibt, die eine höhere Bereitschaft oder eine höhere Fähigkeit aufweisen oder haben, solche Ungewissheit zu tragen. Also, und Menschen, die so nicht dazu bereit sind, so eine Ungewissheit zu tragen, das sind keine schlechteren Leute, ja, das sind auch keine minderwertigen Menschen, aber es sind eben nur jene Menschen, die diese größere Ungewissheit tragen können, die diese wichtige Funktion des Unternehmers ausfüllen können. Ja. Und solche Menschen, würde ich sagen, kann man auch nur als Unternehmer bezeichnen. Was bedeutet Ungewissheit zu tragen? Das bedeutet also zu entscheiden. Ja. Und entscheiden bedeutet, die volle Verantwortung für den Einsatz von Mitteln zu übernehmen. Und nachdem wir wissen, dass Mittel knapp sind, geht es also bei diesem Einsatz von knappen Mitteln um eine meistens irreversible Entscheidung. Ja. Diese knappen Mitteln eben auf eine gewisse Art und Weise einzusetzen und nicht auf eine andere Art und Weise. Das heißt, es geht nicht nur darum, neue Ideen zu haben, weil neue Ideen haben viele Leute. Ja. Also es geht darum, eben diese Ideen umzusetzen und dabei Mittel einzusetzen, knappe Mittel einzusetzen und für diese knappen Mittel die Verantwortung zu tragen. Also Unternehmer zeichnet sich dadurch aus, dass er Eigenes einsetzt, ja? Das heißt Mittel, die in seiner rechtmäßigen Verantwortung liegen, und somit kann man sagen, dass Eigentum die erste und wesentlichste Voraussetzung des Unternehmertums ist. Eigentum bedeutet die persönliche Verantwortung für Mittel und die Freiheit, diese Mittel, über diese Mittel zu verfügen. Und ohne Verfügung über uns eigene Mittel können wir nichts unternehmen, sondern nur Befehle ausführen. Ja, und in Gesellschaften, in denen das persönliche Eigentum nichts gilt, oder in Gesellschaften, die vielleicht darauf hinauslaufen, schon langsam das persönliche Eigentum nichts mehr gilt, in solchen Gesellschaften wird der Unternehmer auch zu einer verachteten Person, zu einer verfolgten Person, die dann nichts gilt oder nichts mehr gilt. Diese persönliche Verfügung über das, was uns eigen ist, ist das, was man auch Freiheit nennen kann. Ja, Freiheit ist ein schwieriger Begriff, aber das ist eine Möglichkeit, sich diesem Begriff anzunähern. Und ohne diese persönliche Verantwortung über die und damit die Möglichkeit von Fehlern, Fehler machen zu können, können wir eben auch, also ohne diese persönliche Verfügung über die uns eigenen Mittel, können wir auch keine Verantwortung übernehmen und kann es auch keine Verantwortung insgesamt geben. Ja, das heißt, also erst mit der Ausübung von Freiheit lernen wir die Verantwortung. Also wenn wir eigene Mittel nicht also selbsttätig einsetzen können, haben wir gar nicht die Möglichkeit, Verantwortung zu lernen. Ja, also das ist etwas, was man auch lernen muss. Das ist nicht, stellen wir das nicht vor, als eine Charaktereigenschaft, die also vom Himmel fällt, ja,
sondern es ist etwas, was man also erfahren muss, lernen muss und auch üben muss. Wenn jemand frei und selbstverantwortlich handelt, dann ist das immer ein Einzelner. Und zwar, das ist deshalb so, weil nur, das ist eine weitere Überlegung, weil nur eine Person oder eine Persönlichkeit für ihr Handeln haften kann und gerade stehen kann. Ja? Ein Kollektiv ist keine Person und ein Kollektiv hat keine Persönlichkeit und ein Kollektiv hat auch kein Gewissen. Ja? Das ist also logisch nicht denkbar, dass das so ist. Ja? Das heißt, Kollektive können demnach auch nie aus Selbstverantwortung und in Freiheit handeln. Es muss immer jemand zeichnen. Es gibt natürlich Gruppenhaftung. Ja? Juristisch gibt es das, aber philosophisch ist das ein Riesenproblem. Ja? Philosophisch gibt es Gruppenhaftung nicht. Ja? Es gibt eine Person, oder es gibt Personen, die für ihr Handeln haften. Ja? Das heißt, wir reden vom Einzelnen, von der einzelnen Person. Und ohne diese einzelnen Personen, die eben persönlich haften und persönlich verantwortlich sind, gibt es auch keine Verantwortlichkeit. Ja? Also wer eben das nicht gelernt hat und wer also niemals selbst verfügen konnte, sich stets fügen musste, dem wird es auch passieren, dass er in plötzlicher Freiheit oder in einer Situation, die also sehr viel Freiheit bietet, dann unter Umständen zu Verantwortungslosigkeit und zur Maßlosigkeit neigt, weil er sich diese Situation noch gar nicht durchdacht hat oder gar nicht gewohnt ist. Freiheit ist eben auch die Schule der Verantwortung. Also die Verantwortung ist das andere Gesicht der Freiheit. Also wenn wir frei sein wollen, dann müssen wir Verantwortung übernehmen, sonst wird das nicht funktionieren. Und es ist ein Missverständnis, also Freiheit als eine absolute Unbeschränktheit zu verstehen. Ja, das ist eine sehr kindliche Vorstellung von Freiheit. Ja, natürlich gibt es diese Freiheit nicht, dass ich mich jetzt aufs Fensterbankerl stellen kann und darüber fliege zum Schloss. Ja. Also daraus abzuleiten, dass der Mensch nicht frei ist, ist ein Unsinn. Ja. Freiheit bedeutet in unserem Sinne jetzt heute einfach anstelle der Fremdbestimmung die Selbstbestimmung zu setzen. Und wer Fremdbestimmung abschütteln möchte, ja, sich fremdbestimmt fühlt oder wirklich ist, ja, diese Situation kommt man rasch, der muss sich eben zur Selbstbestimmung fähig erweisen. Das heißt, er muss eben Verantwortung übernehmen, Risiko schultern und so weiter. Nachdem das aber, da werden wir auch noch drüber reden, also viele Unternehmer ja, auch nicht gemacht haben oder hier vielleicht versagt haben, braucht man sich nicht wundern, wenn dann der Ruf nach Beschränkung der unternehmerischen Freiheit laut wird. Nächste Überlegung, das ist die Belohnung oder der Profit des Unternehmers. Die Belohnung oder der Profit des Unternehmers besteht also in der Spanne zwischen dem ungewissen Erfolg und der Alternative, dass gar nichts unternommen wird. Und in der Regel ist die Spanne umso größer, je größer das Wagnis ist, ja, weil sonst wäre schon jemand zuvor gekommen und hätte diese Spanne verringert. Das heißt, dass über den Erfolg des Unternehmers letztlich der Konsument entscheidet, der seine Wertschätzung in Geld ausdrückt und dem Unternehmer dadurch zu verstehen gibt, für wie wertvoll er seine Produkte eigentlich also tatsächlich hält. Und bleibt nach Abzug aller Kosten ein Überschuss über, dann, aber auch nur dann, hat der Unternehmer ein unternehmerisches Einkommen erzielt. Noch eine Überlegung. Heute gelten Manager primär als Inbegriff des Unternehmers. Ja, also in der öffentlichen Wahrnehmung ist das irgendwie so eine Suppe, ja, wo man nicht so genau differenziert. Manager sind primär keine Unternehmer. Manager sind also Angestellte in Führungsfunktion also und Angestellte der Unternehmenseigentümer mit besonderer Führungsfunktion. Und im Gegensatz zum Unternehmer trägt der Manager nicht das absolute Verlustrisiko. Paradoxerweise ist oft in den größten und bekanntesten Unternehmen das Unternehmertum nur sehr gering oder gar nicht vertreten. Also insbesondere im staatsnahen Bereich haben wir es
oft nur mit Betriebsführern zu tun und nicht mit Unternehmern. Wer sind Betriebsführer? Betriebsführer sind also Verwaltungsangestellte, Beamte, die sich als Unternehmer gefallen oder als Unternehmer verstehen, für deren vermeintliche Profite aber andere Leute die Ungewissheit tragen. Ja, das ist das Wesentliche dran. Sie kennen diese Auslagerungen, da das schon also seit vielen Jahren so stattfinden, die sehr populär auch waren und vielleicht noch sind. Die haben also eine ganze Flut solcher Scheinunternehmer, würde ich sagen, hervorgebracht. Die sind also im besten Fall fähige Manager, im schlechtesten Fall aber Leute, muss man schon sagen, die so mit politischen Renten versorgt werden und dadurch den Ruf des Unternehmers im Grunde eigentlich nur ruinieren. Ja, also das schadet, so etwas schadet dem Unternehmertum sehr. Demgegenüber kann man also eine Ethik des Unternehmertums oder ja, folgendermaßen formulieren, aber man könnte sagen, eine Ethik des Unternehmertums basiert also auf folgenden Idealen, folgenden Grundlagen. Ich meine, diese Grundlagen sind Tüchtigkeit, ein gewisser Wille zur Anstrengung, ja, Vertrauen in sich und die andere, Ehrgeiz, Neugier, Verantwortung für Kapital und Mitarbeiter, Zahlungsmoral, Sparsamkeit, Loyalität, Handschlagsqualität, Vertragstreue, Pünktlichkeit, gutes Auftreten und Benehmen, eine klare Sprache und Weitblick und auch Wagemut. Ja, und Tatsache ist, das meine ich schon, also dass Unternehmer, Unternehmerinnen eine Vielzahl dieser Werte in sich tragen müssen, sicherlich nicht alle, ja, aber eine Vielzahl dieser Werte in sich tragen müssen, um sich erfolgreich am Markt behaupten zu können. Ich gehe davon aus, dass Unternehmer, und zwar wirkliche Unternehmer, nicht diese Mischformen oder Bastardisierungen, von denen ich vorher gesprochen habe, dass diese in der Tat einen guten Teil dieser Ideale verwirklichen müssen, weil sie sonst am Markt nicht überleben werden. Ohne Unternehmertum, also das heißt also ohne die Bereitschaft einzelner Personen, mehr Ungewissheit als andere Personen auf sich zu nehmen, ist ein langfristiger Bestand der Gesellschaft meiner Meinung nach nicht vorstellbar. Selbst damit alles beim Alten bleibt, ist ständiges Lernen, Wagen und Aufbauen nötig, sonst sind bald nur Ruinen übrig. Ohne Unternehmer wird mehr Kapital aufgezehrt als aufgebaut. Und eine Gesellschaft würde sich ohne Unternehmer rasch in einen kapitallosen Naturzustand zurückentwickeln. Und in so einem kapitallosen Naturzustand, der also von unseren Begriffen, von unseren Vorstellungen her, also kein menschengemäßer Zustand ist und der bitteren Mangel bedeuten würde, würde sich meiner Meinung nach eine Gesellschaft vollständig auflösen. Daraus leitet sich diese besondere Funktion des Unternehmers ab. Welche Verantwortung hat nun der Unternehmer? Er hat die Verantwortung, das, was wir morgen vermissen könnten, er hat die Verantwortung, darüber nachzudenken, was wir morgen vermissen können und dafür vorzusorgen. Im Grunde ist es so, wie wenn ein Arzt einen Patienten fragt, was fehlt Ihnen, auch der Unternehmer fragt gleichsam seine Kunden, was fehlt ihnen. Ja? Und wie ein guter Arzt sorgt ein guter Unternehmer dafür, dass eben das, was morgen wesentlich sein wird, dass das dann morgen auch da sein wird, auch wenn wir noch gar nicht wissen, wir Kunden jetzt noch gar nicht wissen, was das eigentlich sein wird. Ja? Und wer glaubt, und damit möchte ich schließen, wer glaubt, dass also das Politiker sind, die uns diese Sorgen abnehmen und diese Funktion ausüben, der sollte schleunigst aus dieser gefährlichen Illusion aufwachen, weil Politiker können das nämlich nicht. Danke. Ja.